Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen auf meinem Kanal der Bastelhannes. Nun ratet mal, was gekommen ist. Und zwar die Bismarck. Und zwar habe ich jetzt Hefte 36 bis 39. Gab irgendwie bei mir, weiß nicht warum, irgendwie Lieferschwierigkeiten. Ich hatte auch schon einen gehabt, der gefragt hat, ob mit der Bismarck weitergeht. Habe ja jetzt wieder ein paar Videos hochgeladen. Es geht natürlich weiter mit der Bismarck, aber ja, wenn ich nichts zum Schrauben habe, kann ich auch schlecht bauen. Ich habe da angerufen und dann kam auf jeden Fall die Lieferung. Ich denke mal, jetzt wird auch jetzt gleich noch hintereinander noch was kommen, also jetzt noch eine, aber jetzt haben wir erstmal 4 Hefte. Ich mache 2 Doppelfolgen, weil die 37 hat wieder nur einmal das Bekleben und die 38 hat wieder ein bisschen mehr. Ne, die 36 hat wieder nur Bekleben. Die 37 ist wieder ein bisschen mehr. Und bei der 38 ist wieder ein bisschen mehr und bei der 39 ist wieder nur ein Rumpfteil anzubauen. Deshalb mache ich 2 Doppelfolgen. Also einmal 38, 39 und einmal 36, 37. Dann will ich mich nochmal ganz recht herzlich bedanken für alle neuen Abonnenten. Ich habe jetzt 160 Abonnenten. Ich freue mich riesig darüber und freue mich auch, dass ich euch mit meinen Videos begeistern kann und vielleicht noch den einen oder anderen so ja noch zum Modellbau bringe. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn man so ein Feedback auch sieht, dass eben halt die Abonnenten kommen. In diesem Sinne kann ich auch gleich mal, ich weiß ja nicht, ob welche auch von Instagram dabei sind, da habe ich übrigens jetzt 450 Abonnenten, auch dafür gleich nochmal ein Dankeschön. So, aber genug geschwafelt, jetzt kommen wir zu den Heften und zwar 36, ich gucke jetzt nochmal lieber auf. Und die 37. Die beiden Hefte machen wir als erstes und da schauen wir auch jetzt gleich erstmal rein. Also, viel Spaß bei dem Video. So, liebe Leute, wie versprochen schauen wir in die Ausgabe 36 rein, wo wir wieder den Motor haben, ein paar FP-Schrauben und ansonsten nur bekleben müssen. Wartet mal. Könnt ihr überhaupt alles sehen? So, jetzt haben wir es irgendwie hingerückt. Wir blättern einfach nochmal durch. Ich muss ja immer nicht so viel zu dem Heft sagen. Es gibt ja genug, die schon wesentlich weiter sind als ich. Eine Menge zu den Heften auch schon sagen. An erster Stelle, wo ich natürlich auch immer spioniere, ist... Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mario Schiffsmodellbau, natürlich. An dieser Stelle, schön Grußschuldigung. Da gucke ich ja auch immer rein und das wird ja schon ein schöner Klopper bei Mario. Das ist schon, ja, also der ist dann schon wesentlich weiter. So, dann gucken wir noch in die 37 rein. Die 36 packen wir mal zur Seite, dass sie uns nicht stört. Und dann geht es hier, wie gesagt, ein bisschen mit Rumpfteilen weiter. Und dann wird gebaut und geschraubt und ein Motor angebaut. Genau, ein bisschen geklebt wird auch noch. Und wie gesagt, ich blätter einfach nur mal durch. Und ja, ich hatte letztens mir wieder ein Video angeguckt von Mario und da habe ich ja gesehen, er ist jetzt ungefähr bei der Hälfte vielleicht von dem Schiff, also wenn ich das jetzt von den Ausmaßen jetzt mal so sehen kann. Meine Güte, Halleluja, ist das ein Klopper, sage ich mal. So, dann kommen wir mal dazu, hier ein bisschen die Kamera zurechtzurücken und ein bisschen auszupacken. Fangen wir mal mit der 36 an. Oh. Wie gesagt, da ist der Motor, das geklebte und ein paar Schrauben. So, da wir ja mein Mülleimer so umgekippt, Leute. Eine Doppelfolge machen, packen wir das mal zur Seite und packen natürlich auch gleich das nächste aus. Vorausgesetzt, wir kriegen es raus. Wir haben ein
Rumpfteil, wir haben Schrauben. So, fangen wir einfach mal. So fangen wir einfach mal an. Und dann nehmen wir uns mal eine Pimsette und nehmen mal ein bisschen mehr noch raus. Dann haben wir hier noch diverse Zahnräder. Und dann kommen wir auch schon zu dem Aufbau. Entschuldigung, den wir hier noch haben, der dann jetzt gebaut wird. Genau, so, gleich haben wir es, gleich sind alle Teile raus und noch dieses Teil hier haben wir auch noch. So, dann haben wir hier natürlich das normale Papier wieder mit drin. Bereite ich nur jetzt ein klein bisschen vor, weil ich muss ja noch den Rumpf haben und dann fangen wir auch gleich an. So, liebe Leute, ich bin jetzt mal ganz mutig und nehme mir nicht die Bauanleitung von dem Heft 36 und gucke mal, ob ich das auch so hinbekomme. Heißt, Aufkleber abziehen und hier rankleben. Kann auch kompliziert werden. So, damit haben wir die Ausgabe 36 auch schon fertig. Den Motor packen wir zur Seite. Den brauchen wir ja noch. Und dann gucken wir einfach mal in den 37 rein. Und zwar, womit fangen wir an? Wir fangen damit an, dass wir den Rumpf AM-Schrauben weiterbauen. So, das heißt, wir haben hier den Rumpf. Und da geht's auch weiter. Jetzt muss ich erstmal selber gucken, wie rum. Achso, oder das alles so mit von unten gesteckt hier, oder? Ja, sieht fast so aus. So, dann brauche ich die. Jetzt haben die hier alle Schrauben hier schon irgendwie. AMBP. Heidewitzka. Mal gucken, was hier was ist. Damit ich die noch auseinanderhalten kann. Also die Silbernen ist ja eigentlich ganz einfach. Aber. Ja, haben wir da noch schwarze zwischen. Aber dann werden das wahrscheinlich die BP sein, weil da sind mehr drin. So, aber wo habe ich meinen Schraubendreher? Wir fangen natürlich mit den AM-Schrauben an. So. Tadam, tadam, tadam. Und noch eine AM-Schraube. Kommt hier hin. So, schauen wir mal, ob das ja auch alles so jetzt so passt. Das sieht gut aus. Und dann können wir das zur Seite packen. Die Schrauben hier auch nochmal zur Seite. AM und BP-Schrauben. Okay, dann kommen wir jetzt dazu. Dieses Teil brauchen wir und dieses Teil brauchen wir. Wir müssen ein klein wenig kleben. Kleben und kleben.
So, mit was kleben wir denn jetzt? Warte mal. Mit meinem. Tamir. Clever. Gucken, ob das was wird. Wird natürlich nichts. Ja, der ist vielleicht dann dafür auch nicht so geeignet. Wir können ihn ja trotzdem noch draußen lassen. Nehmen wir doch mal den guten alten Revell-Kleber. So. Juhu, das haben wir festgeklebt. Jetzt brauchen wir, und zwar haben wir in diesem Eintütchen noch, ich finde jetzt mein Messer, wieder so eine Stifte. Jetzt darf ich bloß nicht durcheinander kommen. Und zwar diese Stiftels und die anderen Schrauben. Das sind denn welche Schrauben? Das sind wieder für die Dings GP-Schrauben. Okay, und das sind die Stifte hier für die Zahnräder wieder. So, heißt, wir fangen an. Mit welchem Zahnrad fangen wir denn an? Wir haben hier drei Zahnräder rumzulegen und brauchen das Zahnrad 37,8. Und 37,8 ist natürlich das höchste, also dieses hier. Das kommt dann mit diesem Stiftel. Also der Stift kommt hier oben rein. Und der Zahnrad kommt da rein. So, dann geht's weiter mit, das brauchen wir zum Schluss, geht's weiter mit diesem Zahnrad. Gute Frage. Nächste Frage, wie rum? Hier ist der Zahnrad. Und einmal oben, einmal unten, einmal ein größeres, einmal ein kleineres. Das heißt, kleinere kommt wahrscheinlich nach unten. Nicht wahrscheinlich, kommt nach unten, würde ich jetzt mal so behaupten. Dass das da unten gereift. Muss aber erstmal irgendwie passen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Mal ganz kurz gucken. Ja, so sieht es zumindest hier. Achso, klar. Kann natürlich jetzt noch nicht so richtig passen, weil dieses Ding jetzt hochgekommen ist. Oh Gott. Halleluja. Sitzt dort jetzt richtig. Und jetzt kommt dieses hier mit diesem, da wo der Motor eingesetzt wird, nach oben hier rauf. Und dazu halten. Jetzt kommen wir und zwar zu diesem Teilchen und das muss hier rauf.
So, und dann kommen welche BP-Schrauben. Und zwar 3 Stück. Jetzt darf ich nur nicht hier irgendwie... Die ich jetzt wieder hier hinpacke. Nicht, ob das noch so funktioniert. Erstmal ansetzen. Die nicht mehr allzu viel rausrutschen kann. So. Und upsa. Hier noch eine. Und so, jetzt hoffen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Das bewegt sich, das dreht sich, das bewegt sich. Jetzt kommt der Motor ran. Wo haben wir denn den lieben netten Motor? Und zwar haben wir dieses Teil so und die Kabel kommen nach hier raus und ich schätze mal, da werden wir die FP-Schrauben haben, die zwei, die mit diesen Stiften mit dabei waren für die Zahnräder. Okay, sind nur GP-Schrauben, also und hier stehen aber FP-Schrauben. Die GP brauche ich dafür. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mir erstmal eine Schraube suchen. So, wieder da. Die haben die gar nicht dazu gepackt. Aber wir haben ja noch welche aus den vorherigen Ausgaben. Wie gesagt, also. So. Kabel muss nach da weggeführt werden. Und eine FP-Schraube. Soll hier rein. So, das sieht fest aus und können ja gleich mal testen. Und zwar habe ich ja jetzt gelernt, weil ich ja bei Mario, wie gesagt, Schussmodellbau dazugeguckt habe, dass es zwei von diesen Platinen gibt. Einmal für Motor und einmal für LEDs. Und ich habe bis jetzt nur den für Motor. Vielleicht weiß ja irgendjemand, wann der für die LEDs mit drin ist. Vielleicht habe ich den auch verpasst oder vielleicht habe ich den schon, ich weiß es nicht. Aber ich habe mal nachgeguckt und das sieht nicht so aus, als wenn da einer drin gewesen wäre. Auf jeden Fall ist das, was ich jetzt habe, der für den Motor. Und der Motor scheint zu laufen. Wir machen jetzt einfach mal ganz kurz dieses Teilchen hier oben ran. Und das kommt hier so rauf. Oder auch nicht, oder auch doch. Doch, der kommt hier irgendwie so rauf. Und das wird jetzt mit dieser einen GP-Schraube, die jetzt aber dabei war, festgeschraubt. Und dann testen wir gleich nochmal. Und zwar soll diese Auskerbung hier nach vorne zu dieser, ich glaube, das ist vollkommen egal. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, funktioniert der Motor. Ja.
Ja, also wie gesagt, mir könnt ihr mal irgendjemand, der vielleicht schon wie Mario oder irgendjemand, der schon weiter ist mit der Bismarck, mal reinschreiben, wann da diese andere Platine für die LEDs kommt. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Achso, hier haben wir wieder eine Aussparung. Also geht dieses Teil ja nur an eine Stelle und das wird reingeklebt. So. Jo. Und dann kommt hier an dem hinteren Teil dieses Teilchen noch hier ran. Und das hier nach oben. Ja, vielleicht ein bisschen sehr viel Kleber. Kleber. Ein bisschen zu viel des Guten. Haben wir hier auch noch irgendwo vielleicht Tücher. Ein bisschen zu sehr rum hier. Ja, wollen wir das jetzt mal nicht so laut sagen? Rumgesaut. Wo habe ich denn die Schrauben jetzt nochmal her? Achso, die waren von dem. Ach, sind das vielleicht? Wartet mal. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja noch welche übrig gehabt, ein paar FP-Schrauben, aber ich befürchte fast mal, nur um der Vollständigkeit halber, ja klar, da waren sie bei gewesen, beim Heft 36. Alles gut, die haben doch welche reingepackt. Okay. Dann haben wir. Das, ja, dann, oh, das war's schon wieder. Okay, liebe Leute, dann haben wir die Ausgabe 36 und 37 fertig. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten. Oder nee, wir sehen uns sowieso gleich nochmal. Bis gleich. So, liebe Leute, das war jetzt auch die Ausgabe 36 und 37. Dann hoffe ich, euch haben die beiden Videos gefallen. Bei dem einen war ich wieder nur bekleben gewesen. Aber freut euch einfach auf die nächsten Videos. Und da bei dem einen kommt wieder ein bisschen mehr, sage ich mal. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, euer Bastelhannes. Ciao, ciao.